Hallo nochmal. Diesmal zu dem Thema vom Brainstorming 1 und 2, jetzt das dritte. Und ich nenne das mal digitale Sklaven. Das hat jetzt viele Aspekte. Die Amazing Polly hat ein sehr gutes Video gemacht. Die hat mal als Landvermesserin gearbeitet, Landschätzerin in Amerika. Und die sagte, dass die Leute mittlerweile von ihren Ländern vertrieben werden in die Stadt gesetzt. Sie möchten keine unkontrollierte Bevölkerung mehr auf dem Land haben, sondern die sollen alle in der Stadt sein. Das geht schon seit vielen Jahren so. Das Gleiche haben wir in den ganzen Ländern der Erde, dass es Großstädte gibt, riesige Zentren, wo sich die Menschen sammeln und dass die Ländereien draußen veröden, nur noch reine landwirtschaftliche Produktionseinheiten sind. Es hat dann natürlich auch damit zu tun, dass es dann auch keinen Widerstand geben wird. Jetzt muss man das mal richtig aufbauen. Wenn es tatsächlich ein digitales Sklaventum gibt, was ich gesagt habe, das Big Data, Big Computer, Big Digital Ruling, ob es nun von Menschen gesteuert wird oder ob es von self-decided Computer-KIs gesteuert wird, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber es ist wirklich so, dass im Augenblick durch dieses neue G5-Netz, was ich nicht verteufeln will, durch WLAN, sind Menschen komplett analysiert, komplett steuerbar, komplett abhängig. Und diese Abhängigkeit wird immer stärker. Und da man die Menschen auf der großen Landfläche nicht so gut überwachen kann, ist es logisch, was ich also weiß von Amazing Polly, dass es in Amerika so ist, dass man praktisch eine Art Zentralisierung der Bevölkerung hat. Weg von den kleinen Städten, weg von Städten, weg von den kleinen Dörfern, von den einzelnen Farmen, sondern hin zu großen Zentren, wo sich die Menschen geballt zusammengepfercht werden. Das klingt ein bisschen merkwürdig, aber es ist tatsächlich so. Und überwacht werden können. Da man weite große Flächen nicht so einfach überwachen kann, ist es, wenn man konzentrierte, abgeschlossene Städte. Und diese Städte sind doch, darfst du auch nicht verlassen. Das klingt ein bisschen schizophren. Wäre aber eigentlich die logische Konsequenz. Also man hört meinen Hund im Hintergrund immer noch schnarchen. Jetzt habe ich mir das mal so durch den Kopf gehen lassen. Es ist einfach logisch. Wenn es wirklich Herrscher gibt oder das herrschende KI oder egal wie, wie will man die Erdbevölkerung überwachen, wie will man die steuern? Man kann sie nur steuern, indem man sie zentralisiert. Die Mannigfaltigkeit, dass Menschen außerhalb der großen Ballungszentren self-decided, also selbst bestimmt leben und auch eine Art Outdoor-Leben führen. Gibt es auch verschiedene Internetseiten, wo Leute tatsächlich draußen, also das glaube ich, off-grid nennt man das, dass die Autos außerhalb der Netze existieren, also überleben wollen, das wird ja im Prinzip, wie ich es in Deutschland sehe, mittlerweile so eine Art, diese Prepper, die sich da vorbereiten, dass wenn das System mal zusammenbricht, dass sie überleben können. Fahrzeuge zum Beispiel, die keine elektronischen Teile in sich drin haben, also alte Verbrennermotoren, wo man nicht durch elektromagnetische Impulse, sei es gesteuert durch die digitalen Netze oder sei es gesteuert durch Satelliten,
oder durch Sonnenstürme, was natürlich auch möglich ist. Das hat man im Kalten Krieg, hat man das alles schon benutzt, durchgerechnet. Da gab es schon, im Hintergrund gab es tatsächlich schon so eine Art Weltkrieg, Vorbereitung durch elektromagnetische Waffen, durch HAAP, durch andere Sachen. Unsere Ionosphäre, jede Rakete, die nach oben geht, reißt natürlich ein Loch in die Ionosphäre. Das darf man ja alles nicht vergessen. Das heißt, wir haben mittlerweile nach dem Altnickel, der hat sich Messgeräte gekauft, der teure, wo man die kosmische Strahlung auf dem Boden messen kann. Und hat sich verstärkt in dieser Zeit. Das heißt, die Weltraumstrahlung, die sonst durch die Ionosphäre abgeschirmt war, hat sich verstärkt auf dem Boden, direkt auf dem Boden. Und die ist lebensfeindlich. Es ist logisch. Ein anderer Punkt, zum Überleben der Menschen wäre es natürlich praktisch, wenn man Städte hätte, die man isolieren kann, quasi eine Glocke drüber machen kann, eine digitale Glocke. Ich weiß nicht, wie das funktionieren wird. Vielleicht werden sich die Menschheit irgendwann in den Boden zurückziehen. Keine Ahnung. Es gibt in großen Metropolen, gibt es überall unter den Flughäfen, gibt es große Tiefbunker. Wollen wir nicht drüber streiten, Verschwörungstheorie oder hin und her, die gibt es. Es hat es in allen Kriegszonen gegeben. Wir bestehen im Augenblick, sind wir in Kriegen. Weltweit ist die Dummheit, die digitale Dummheit, hat das Sagen. Es geht um die Bodenschätze. Ja, nicht so wichtig. Ich denke, wir sind alle mittlerweile digitale Sklaven. Wir haben ein digitales Halsband, ein Sklavenhalsband um. Wenn man das sieht, gerade wie die jungen Leute heute aufwachsen, dass sie komplett abhängig sind und durchdrehen, wenn sie kein Internet mehr haben. Das ist so. Ich habe hier bei mir in der Straße, wo ich wohne, in der Kleinstadt, bin ich mal mit dem Hund losgegangen und ganz weit hier ein paar Häuser weiter, ist einer draußen gewesen, hat immer sein Handy hochgehalten, ist wirklich durchgedreht. Was meinte ich, was hast du denn? Ja, ich habe kein WLAN mehr. Also er hat das neueste, schnellste WLAN, Internet gehabt, funktioniert nicht mehr. Und da habe ich ihm gesagt, mal auf, hier in der Stadt haben die Stadtwerke die Versteigerung gewonnen um die letzte Meile. Und die normalen Firmen haben noch eine Geschwindigkeit von 15.000. Mir hatten sie mal 25 verkauft, was auch wenig ist. Hat mir gereicht, jetzt läuft alles nur noch mit 15. Also es baut sich langsam auf. Am Anfang, dann spielt es sich ein. Aber wenn du jetzt WLAN hast und alle deine Geräte über WLAN laufen, quasi dein ganzes Haus, die Elektrik, Kühlschränke, der ganze Humbug, ne, wo es da hingeht. Siehe Amerika, siehe Großstädte, siehe die Reichen mittlerweile. Diese Überwachung, es gibt mittlerweile Gerätüberwachung, dass du Kameras, ein Security-System hast, was direkt auch von der Polizei eingesehen werden kann. Dass die Reichen mit ihren Häusern Überwachungskameras haben, wo auch die Polizei und diese Firma, die das anbietet, ist auch ein Schutz. Das wird alles aufgenommen auf Kameras. Also alles, was passiert über diese Geschichte, auch im Haus, wird gesagt, das ist ein Sicherheitssystem, ist aber auch mittlerweile Verträge mit dem Staat, mit der Polizeibehörde, dass sie auch Zugriff auf diese Videos haben. Das sind also die Videos, die private Security für dein Haus sind, für deine ganzen Geräte, wo ja Leute mittlerweile mit dem Handy gucken können, wer vor deiner Haustür steht. Und da, um das zu haben, diese Security, die Sicherheit zu haben, bezahlst du natürlich. Und du musst einen Vertrag machen und diese Firma macht das nur, wenn das auch automatisch du erlaubst, dass die Polizei diese Videos auf das Archiv zugreifen kann von den Videos. Es ist eine Sicherheit, es ist aber auch, andersrum gesehen, ist es ein Sklavenhalsband, es ist ein digitales Sklavenhalsband, an dem wir mittlerweile gegängelt werden. Und wenn dieses G5 stärker wird, jetzt gehen wir mal auf die negative Struktur ein. Es gibt eine Person in Deutschland, die sich außerhalb von jeglichen digitalen Netzen bewegt, wohnt irgendwo im Wald, in einem Reisemobil und ist schwer krank.
das ist jetzt also medizinisch belegt, der Mensch hat, kann sich nicht in WLAN netzen und kann sich auch nicht in digitalen netzen, da wird er krank. Ist so, ist medizinisch belegt. Und diese Geschichte ist, das merken, kriegen wir gar nicht mit, dass ein WLAN dich ja auch andauernd analysiert. Das ist ja nicht nur one way ein WLAN, das ist ja both ways. Das heißt, nicht nur du kriegst Informationen, sondern die Information von dir geht ja auch in die andere Richtung. Das, was du tust, wie du dich bewegst, was du machst, deine Mimik, das geht ja auch alles nach draußen. Ich will jetzt nicht von der WLAN-Strahlung ausgehen, von der G5-Strahlung, davon will ich nicht drüber reden, das ist ein anderes Paket. Aber was ganz extrem ist, es kann durch Strahlung mittlerweile zellulare Geschichten passieren. Also das Fettgewebe sich auflösen oder nicht auflösen, sondern dass es praktisch wie in der Mikrowelle ist, dass du gegart wirst. Das ist jetzt ein bisschen ein extremes Bild, aber das ist möglich. Das sind Mikrowellen, die das G5 benutzt, gebündelte Strahlen. Man kann natürlich dann, das ist jetzt ein bisschen Science Fiction, aber ich denke, das ist gar nicht so weit weg. Man kann dann auch, also ich sitze so ein bisschen im Schatten da mit dem einen Auge, also das sieht ein bisschen dunkel aus. Man kann dann auch Menschen mit töten. Ganz einfach. Es ist zum Beispiel vom Trump eine Anzeige gekommen wegen diesen Brandgeschichten da in Kalifornien, in den Bergen, wo ja auch der Gottschalk irgendwie sein Haus verloren hat, dass nur die Häuser, und jetzt mal drüber nachdenken, nur die Häuser, die einen Smart Meter hatten, haben gebrannt. Häuser ohne Smart Meter haben nicht gebrannt. Und da sagt man, dass es vielleicht ein Test war, von irgendwelchen Strahlen, die wir von Satelliten oder von hochfliegenden Flugzeugen, ich habe keine Ahnung, dass diese Strahlen vielleicht ein Test waren, dass man über den Smart Meter, was eine digitale Erkennung hat, wo ja im Prinzip auch ein Telefon eingebaut ist, quasi, dass man da das als Ziel nehmen kann. Ich habe keine Ahnung, da gibt es verschiedene Videos drüber, verschiedene Informationen drüber, was passieren kann, was nicht passieren kann, ich habe keine Ahnung. Ich sage, ich gebe ja nur das wieder, was ich gehört oder gesehen habe. Also, jetzt überlegt man sich mal, wenn was ich in den anderen beiden Brainstorming-Teilen reingebracht habe, wenn man Menschen entsorgen will in großen Mengen. Ob es nun der PC ist, die KI ist, weil diese Läuse, diese Flöhe, dieses unsinnige Leben, was da existiert, obsolet ist, ist ein bisschen überspitzt. Aber es können auch Menschen dahinter stehen, die also jetzt erstmal die erste Schicht von der Geschichte ist, dass man damit tatsächlich auch analysieren kann. Man kann aber auch krank machen. Man kann, wenn man eine Hand in die Mikrowelle packt, ist sie hinterher geplatzt. Ne? Also so diese Geschichte. Und wenn diese Mikrowellen, wenn mehrere G5-Masten auf einen Punkt sich konzentrieren, kann das passieren, dass durch diese Mikrowellen deine Zellstrukturen in Mitleidenschaft gezogen werden. Oder gewollt in Mitleidenschaft gezogen werden. Oder gezielt. Also alles, was nicht nach China, dieses soziale Konto, was auch weltweit passieren wird, dieses soziale Konto überzogen hat, könnte man ein bisschen überspitzt entsorgen. Mit dieser Technik. Man kann diese Person, die dieses Konto hat und Fehlverhalten hat, die nicht mehr reparabel sind, könnte man dann weltweit jagen. Das ist jetzt, klingt so ein bisschen nach Terminator oder so, ich weiß es nicht. Aber es ist sehr real, das klopft an die Tür.
hat natürlich auch was Positives. Also wenn das Internet der Dinge warnt ja auch in seiner letzten öffentlichen Rede, eine Videokonferenz warnt ja auch der von WikiLeaks, der Erfinder, der Gründer, warnt auch vor dem Internet der Dinge. Das Video kann man noch finden. Sollte man sich angucken. Und das alles hat ja zwei Seiten. Es hat immer eine positive Seite und hat auch eine negative Seite. Und was ich mir überlegt habe, ist, man wird ja auch analysiert. Bis zu den chemischen Prozessen in deinem Körper. Man kann über den Smart Meter quasi, kann man deine ganze Bewegungsgeschichte rauskriegen. Da ist ja quasi ein Handy eingebaut, also da ist eine Karte drin und diese Karte wird alle paar Minuten oder sowas abgerufen, die Daten. Man kann aus diesen gesammelten Daten, kann man das Haus virtuell darstellen und den Stromverbrauch und dann weiß man, wo der Mensch sich aufhält. Wenn er von der Arbeit kommt, Licht anmacht, im Wohnzimmer geht das Licht an, da geht er ins Bett, macht das Licht an. Da ist dieses Stromverbrauch, kann man dann analysieren und hat dann virtuelles Bild von dem Haus und weiß, wo und wann diese Person agiert. Das möchte ich jetzt nicht so als negativ ansehen. Hat ja auch was Positives. Ne? Ist ja auch ein Schutz. Das heißt, das Programm weiß, und wenn da ein anderes Verhalten ist, kann das Programm dann praktisch einen User ransetzen, der dann guckt, ist da irgendwas nicht in Ordnung. Kann der überfallen worden sein oder ist er tot oder irgend sowas. Das ist das Positive. Das Negative ist natürlich, und davon, das ist ja meine Prämisse, wenn die KI ein Fehlverhalten sieht, da braucht gar kein User mehr ranzugehen, gar kein Provider oder irgendein Supervisor oder sowas. Das kann dann automatisch in gewissen Verhaltensmomenten kann das natürlich dann auch ins Negative für diese Person ausgehen. Bis zur Elimination. Man könnte auch krank machen damit. Man könnte auch Verhalten verändern. Wenn man heute fragt, kleine Kinder, was ist dein bester Freund? Dann sagen die meisten die KI vom Computer. Na, Alexa oder diese mit S. Kleine Kleinkinder wachsen damit auf. Die lernen von dieser Sprache, die lernen alles, was diese Person, diese beste Freund zu einem sagt, ist richtig. Ob das richtig oder falsch ist, wer entscheidet das dann? Entscheidet das dann praktisch der Betreiber? Entscheidet das eine übergeordnete Regierung oder entscheidet das eine Weltregierung? Oder, und jetzt komme ich wieder auf die ersten beiden Teile, entscheidet das die KI? Was ist tragbar? Was können wir formen? Was brauchen wir? Brauchen wir es nicht? Können wir es entsorgen? Das ist jetzt nur die Überspitzte. Es ist nicht so abwegig. Es ist aber nur ein Gedankengang. Und ich wollte ich ja nicht die Geschichte beenden, diese drei Teile. Ich werde darüber nichts mehr bringen. Vielleicht Grundsituation oder sowas. Aber diese Brainstorm-Teile sollen bleiben drei. Es kann ein viertes geben, aber dann brainstorm ich nicht mehr über die KI oder über die digitale Sklavenhalsband, was wir alle mittlerweile haben. Denn ohne Handy bist du out. Ohne digitales Konto bist du out. Ohne deine digitalen Freunde bist du out. Und jeder will hin sein. Jeder will akut sein. Jeder will genau das mitmachen, was die anderen mitmachen. Er will ja auch mitreden. Er will ja auch mit existieren. Und wenn das alle machen, dann macht man da mit. Man möchte ja kein Außenseiter sein. Man will ja mitmachen. Man will ja sein digitales Sklavenhalsband lieben, weil es alle lieben, weil sie gar nicht mitbekommen, wie sie gesteuert werden. Nur nebenbei, wenn du irgendwo was kaufst übers Internet, kommt die Werbung angepasst an dein Kaufverhalten in deine sozialen Netzwerke, in den Sidebars.
Das weiß jeder. Dies zum digitalen Halsband. Habe die Ehre.